Hallo liebe Hausbauhelden, heute geht's bei Gut und Günstig um das Thema Doppelhaus bauen. Denn wie kann man beim Hausbau Kosten sparen, ohne auf die Bauqualität verzichten zu müssen, die man gerne haben möchte, indem man beim Grundstück spart? In diesem Video erfahrt ihr die Vor- und Nachteile von Doppelhäusern und es gibt Beispiele für Grundrisse und Kosten. Was ist eigentlich ein Doppelhaus? Grundsätzlich sind es zwei Wohneinheiten, die auch alleine stehen könnten, aber an einer Wand zusammengebaut sind. Anders als beim Zweifamilienhaus, wo die Wohneinheiten ja oft übereinander liegen, hat jede Doppelhaushälfte einen eigenen Zugang von draußen. Doppelhäuser können auf geteilten Grundstücken stehen, dann ist die Trennwand genau auf der Grundstücksgrenze, sind aber auch auf einem Grundstück möglich. Dann spart man natürlich auch wieder bei den Kosten, aber diese Variante bringt ein paar rechtliche Schwierigkeiten mit sich, auch wenn ihr das mal verkaufen wollt, eure Hälfte. Deshalb sollte man da sehr vorsichtig sein. Zu den rechtlichen Besonderheiten sage ich euch auch später noch was. Jetzt kommen wir erstmal zu den Vor- und Nachteilen. Der wohl größte Vorteil eines Doppelhauses sind die reduzierten Kosten. Bis zu 25% könnt ihr sparen, verglichen mit der Konstruktion eines durchschnittlichen Einfamilienhauses. Die Einsparungen fangen schon beim Grundstückskauf an. Statt 400 Quadratmetern für ein freistehendes Haus reichen schon ab 350 Quadratmeter für zwei Doppelhaushälften. Denn ihr spart euch ja zumindest an einer Seite den Grenzabstand. Beide Doppelhaushälften aus einer Hand und gleichzeitig gebaut bedeutet auch Sparen bei der Planung, bei der Baustelleneinrichtung, beim Rohbau selbst, aber auch bei Steuern und Notarkosten. Außerdem hat ein Doppelhaus eine kompaktere Bauform und weniger Zersiedlung. Auch weniger Energieverlust. Bei hochgedämmten Häusern spielt es keine so große Rolle mehr. Aber die Haustrennwand muss besonderen Schallschutzanforderungen genügen. Und da sind wir auch schon bei den Nachteilen. Schallschutz ist das wichtigste Thema, um Ärger zu vermeiden. Deshalb sollte die doppelte Trennwand auf jeden Fall ohne Schallbrücken ausgeführt werden. Auch Treppen sind oft Schallbrücken, wenn sie in die Trennwand eingebunden sind. Deshalb hier genau nachfragen und bei der Bauausführung auch auf Mängel achten. Man hat natürlich die räumliche Enge zu den Nachbarn, das heißt Kompromisse bei Haus- und Gartengestaltung, Abstimmung bei Verkauf oder Umbau sind immer notwendig mit eurem Doppelhauspartner. Bei der Planung hat man oft nicht so viele Freiheiten, weil man sich abstimmen muss. Und es kann natürlich ein Konfliktpotenzial geben, wenn man beispielsweise mit Freunden oder Familie eine Hälfte baut. Deshalb kann es sogar vorteilhaft sein, mit einem fremden Baupartner zu bauen. Auch hier gibt es rechtliche Dinge, die das Konfliktpotenzial verringern können. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den drei Beispielen. Ich habe wieder drei Häuser für euch rausgesucht und zwar nicht die ganz kleinen Einheiten, so etwa ab 110 Quadratmeter Wohnfläche, sondern so zwischen 130 und 140 Quadratmetern. Und ich sage euch auch warum. Denn diese ganz kleinen Einheiten funktionieren oft nicht ohne Keller, weil es im Eingangsbereich so eng ist, dass ihr keinen Haustechnikraum unterbringen könnt. Die Beispiele, die ich euch rausgesucht habe, können, müssen natürlich nicht, alle auch ohne Keller gebaut werden, also auf Bodenplatte. Und das ist eben für viele ein wichtiger Faktor beim Thema kostenoptimiertes Bauen. Doppelhäuser müssen optisch eine Einheit bilden, aber nicht immer symmetrisch aufgebaut sein. Unser erstes Beispiel ist trotzdem ein Klassiker mit symmetrischem Aufbau, Satteldach und an einer Seitenwand zusammengebaut. Unser erstes Beispiel hat ein 40 Grad geneigtes Satteldach, einen durchgehenden First, 90 cm Kniestock und zwei Gauben. Diese bringen große Vorteile für die Belichtung der Kinderzimmer, weil hier eben bodentiefe Fenster im Obergeschoss möglich sind. Zur Nachbarseite kann man ja keine Fenster einplanen. Die Außenmaße pro Doppelhaushälfte betragen 10,76 m x 7,98 m. Die Gesamtmaße wären also ca. 10,76 m x 16 m. Der Erdgeschossgrundriss zeigt sich klar gegliedert. Rechts von der Tür gibt es einen Hauswirtschafts- und Technikraum, wo auch Platz für die Waschmaschine und Abstellfläche ist. Gegenüber liegt ein WC, das groß genug für eine zusätzliche Dusche ist. Außerdem eine praktische Garderobennische, wo man auch wirklich was unterbringt.
Man könnte hier auch sich vorstellen, von der Diele eine Tür in die Speisekammer zu machen, um einen kurzen Weg in die Küche zu bekommen. Die Küche und die Treppe wären dann offen in den Wohnraum integriert. Das gibt einen großzügigeren Eindruck und die Diele wäre kleiner. Aber wenn man mit Kellerabgang planen würde und auch schon größere Kinder hat, wäre die separate Treppe, wie hier gezeigt, natürlich besser. In diesem Fall ist die Küche an den Essplatz angeschlossen. Das ist relativ weit weg von der Haustür, aber man hat einen direkten Zugang zur Speisekammer, weswegen auch die offene Lösung und der Bau ohne Keller funktionieren könnte. Und zusätzliche Türen zur Diele kosten auch Stellfläche. Im Obergeschoss ist alles gut untergebracht, was man als Familie mit zwei Kindern braucht. Zwei gleich große Kinderzimmer, Belichtung über bodentiefe Elemente dank Gaube und ein Zimmer sogar mit Zusatzfenster. Rechts der Treppe liegt der Elternbereich. Man hat hier sogar Platz für eine Ankleide mit Tageslicht, die als akustischer Puffer zwischen Eltern- und Kinderbereich liegt und ein geräumiges Familienbad. Dadurch, dass unten noch Platz für eine Dusche ist, sind gute Voraussetzungen für einen entspannten Familienalltag gegeben. Die Doppelhaushälfte bietet etwa 135 Quadratmeter Nutzfläche und ist laut Herstellerangaben erhältlich ab 229.000 Euro. Schlüsselfertig ab Oberkante Bodenplatte. Das heißt, hier kommen die Kosten für die Bodenplatte, Erdarbeiten noch hinzu und natürlich auch die Baunebenkosten und die Grundstückskosten. Das nächste Beispiel ist ein Doppelhaus, wo die Hauseingänge auf den gegenüberliegenden Seiten liegen. Das heißt, das ist quasi ein bisschen Rücken an Rücken gebaut. Je nachdem, wo hier die Straße liegt, hat man hier also in einer Hälfte einen etwas längeren Weg zum Eingang oder, wenn man von beiden Seiten erschließen kann, mehr Privatsphäre am Eingangsbereich. Auch dieses Doppelhaus ist symmetrisch aufgebaut. Es hat zwei Vollgeschosse und ein flachgeneigtes Pultdach. Die Außenmaße pro Doppelhaushälfte liegen bei 7,40 m x 13,17 m. Insgesamt hat der Baukörper dann Abmessungen von 14,80 m x 13,17 m. Im Erdgeschoss gibt es ein Gäste-WC, eine Garderobe und einen Technikraum in unmittelbarer Nähe zum Eingang. Wenn hier der Nachbar vorbeiläuft, ist das praktisch, weil hier nur hochliegende Fenster angeordnet sind. Praktisch ist auch die wind- und wettergeschützte, zurückversetzte Haustür und der ganz kurze Weg zur Küche. Hier ist Platz für eine Frühstückstheke, die auch den Wohnraum optisch von der Küche trennt. Große Glasscheiben lassen viel Licht herein. Dazu sage ich gleich noch was. Über die etwas abgetrennt liegende Treppe geht's nach oben. Hier ist der Grundriss ganz ähnlich aufgeteilt wie bei unserem ersten Beispiel, wobei die Zimmer hier dank der zwei Vollgeschosse ohne Dachschrägen mehr Wohnfläche bieten und auch größere Glasflächen zur Belichtung möglich sind. Man könnte den Kinderzimmern sogar einen Balkon zuordnen und man sieht im Grundriss die Wandaufdoppelung im Bereich, wo die Treppe liegt. Diese Doppelhaushälfte ist angegeben mit 138,5 Quadratmeter Nutzfläche ab 255.000 Euro inklusive Bodenplatte. Aber der gezeigte Grundriss enthält einige nicht im Preis enthaltene Sonderausstattungen, die sich auch auf die Wohnfläche auswirken. Der Wintergartenerker mit Flachdach ist so eine Sonderausstattung. Der bringt unten etwa 13 Quadratmeter zusätzliche Wohnfläche. Und wenn ihr das oben als Balkon vor den Kinderzimmern nutzen wollt, wird es mit Geländer und Bodenbelag natürlich nochmal teurer. Auch der zurückversetzte Eingang und der Dachüberstand ist Sonderausstattung. Außerdem bezieht sich der Preis auf die Ausbaustufe zur Ausstattung fertig. Nicht enthalten sind hier die Malerarbeiten, Spachteln und Tapezieren, die Wand- und Bodenbelege, die Innentüren und die Sanitärobjekte. Das dritte Beispiel geht etwas mehr in die Höhe. Es hat zwei Vollgeschosse und ein zurückspringendes Staffelgeschoss mit Pultdach und Dachterrasse. Es ist auch etwas für städtischere Grundstücke oder für Familien mit drei Kindern. Jede Doppelhaushälfte hat Abmessungen von 10,12 m x 7,22 m. Das gesamte Gebäude also 10,12 m x 14,44 m. Die beiden Vollgeschosse öffnen sich mit großen Fenstern zum Garten und sind weiß verputzt. Das Staffelgeschoss ist mit Holzfassade abgesetzt, was die geradlinige Gestaltung unterstreicht. Im Erdgeschoss ist Platz für einen Hauswirtschafts- und Technikraum, ein WC und eine kleine Garderobennische.
Hier wird die Flurfläche klein gehalten und die Treppe und die Küche halboffen in den Wohnraum integriert. Praktisch ist die geschlossen ausgeführte Treppe, unter der eine kleine Speisekammer Platz findet. Im Obergeschoss gibt es dann drei Schlafzimmer und ein geräumiges Bad. Hier könnte man auch zwei gleichwertige Kinderzimmer und ein kleineres Arbeitszimmer einrichten. Dann geht's weiter in das darüberliegende Staffelgeschoss. Hier haben die Eltern ihr eigenes Reich mit Bad und Zugang zur Dachterrasse. Preislich ist diese Variante erhältlich ab 233.000 Euro pro Doppelhaushälfte, und zwar die Basisvariante als Ausbauhaus inklusive Bodenplatte. Das Ganze ist jetzt von der Wohnfläche natürlich schon wesentlich luxuriöser. Wir haben vom gleichen Anbieter in unserer Hausdatenbank auch noch eine ganz kleine Variante mit 112 Quadratmetern Wohnfläche, die dann ab etwa 180.000 Euro erhältlich ist. Ich möchte euch aber den Grundriss gerade mal kurz zeigen. Im Erdgeschoss, da sieht man, dass es hier schon wesentlich enger ist, dass man da keine Flächen mehr in der Diele hat, um was abzustellen, und auch keinen Platz für einen Haustechnikraum. Hier müsstet ihr also mit Keller bauen, und das würde dann den Kostenvorteil unter Umständen schon wieder auffressen. Jetzt habe ich noch ein paar rechtliche Hinweise für euch. Rechtlich wird eine Doppelhaushälfte wie ein Einfamilienhaus behandelt. Der baurechtliche Unterschied: die Doppelhaushälfte schließt mit einer Wand an den Nachbarn an. Doppelhäuser müssen nach dem Baurecht insgesamt einheitlich erscheinen, aber die Formen werden zunehmend moderner und individueller. Die beiden Haushälften können auch mit dem Rücken aneinander stehen und die Fassaden können unterschiedlich gestaltet werden. Es kann sogar ein Gebäudeteil zwei und der andere drei Geschosse haben. Üblich ist, dass jede Doppelhaushälfte auf einem eigenen Grundstück steht. Wegen der öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften können Grundstücke jedoch oft nur ab einer bestimmten Größe geteilt werden. Dann kann ein Doppelhaus auch auf einem ungetrennten Grundstück errichtet werden. Das spart dann zwar auch Kosten, aber dieses Grundstück wird dann zum Gemeinschaftseigentum. Es wird also eine Eigentümergemeinschaft gegründet. Diese Variante kann kompliziert werden, wenn sich die Hausbesitzer streiten oder wenn ihr zum Beispiel baulich etwas verändern wollt oder eure Haushälfte verkaufen wollt. Ihr braucht dann für alle Änderungen die Zustimmung des anderen Nachbarn. Besser ist es, wenn das Grundstück real geteilt ist. Ist das nicht der Fall, sollte man eine Teilungserklärung und eine Gemeinschaftsordnung von einem Experten erstellen oder überprüfen lassen. Natürlich müsst ihr auch schauen im Bebauungsplan, ob auf eurem Wunschgrundstück ein Doppelhaus zulässig ist. In vielen Baugebieten ist ja offene Bauweise vorgeschrieben. Das sind Einzelhäuser, gekennzeichnet mit E, schließt aber auch Doppelhäuser mit ein. Wenn geschlossene Bebauung vorgeschrieben ist, heißt das, dass alle Häuser aneinander gebaut werden müssen. Das wären dann Reihenhäuser. Wir haben für euch übrigens mal eine Haustour in einem sehr ungewöhnlichen, asymmetrischen Doppelhaus gemacht, die ich euch da oben nochmal verlinke. Und zu den vorgestellten Häusern hier gibt es natürlich auch wieder Links in der Description. Dort findet ihr übrigens auch einen Link zu unserer Hausdatenbank, die seit Februar auch unter www.hausbauhelden.de zu finden ist und wo es noch ganz viele weitere Doppelhäuser für euch zum Recherchieren gibt. Ich hoffe, ihr hattet jetzt Spaß und habt wieder Infos mitnehmen können für euer Hausbauprojekt. Und wenn ihr noch mehr Infos von uns wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.